Künstlerfragen. Die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Wir informieren Sie über die soziale Absicherung von Künstlern. Wir fragen Künstler, die von ihrer Arbeit und ihrem Leben erzählen werden. Wir fragen aber auch Menschen, die für die Ausbildung und Vermarktung von Künstlern wichtig sind. Und wir beantworten Fragen von Künstlern, ihre Fragen. Spannend, unterhaltsam und informativ. Künstlerfragen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Mein Name ist Vivian Rathjen und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, die Künstlerin Judith Grassel aus München. Hallo, liebe Frau Grassel. Hallo, ich freue mich, heute hier sein zu können. Ich habe ein bisschen geschmökert in Ihrem Werk und das sind natürlich hauptsächlich Acrylgemälde, teilweise auf Leinwand, teilweise auf Holz. Und da freue ich mich, dass wir in unserer Stunde, gemeinsamen Stunde hier ein bisschen über Ihr Werk sprechen können. Sie sind ja noch eine junge Künstlerin, also keine blutjunge Künstlerin, aber noch eine, sage ich mal, relativ am Anfang Ihrer Karriere. Und vielleicht können wir da auch ein bisschen drüber reden, wie es überhaupt dazu kam, dass Sie Künstlerin werden wollten, dass es Malerei wurde, diesen Themenkreis, den Sie sich da aufgetan haben. Ich kann den Zuhörern schon verraten, es sind sehr ruhige Bilder, nicht uninteressante, im Gegenteil, sehr geheimnisvolle Bilder. Ja, also es sind Bilder, die einen jetzt nicht anspringen, weil sie so ein dynamisches Motiv haben, aber die so einen gewissen Trick hinter sich stehen haben. Über den reden wir in der Sendung auch noch. Ich darf ja in der Sendung immer mir Gäste einladen und ich freue mich, dass ich mit Frau Grassel gerade jemanden mir einladen durfte, der nicht nur eine junge Künstlerin ist, sondern auch ein Mitglied im Paul Klinger Künstlersozialwerk. Und das ist ja unser, sage ich jetzt mal, Mutterschiff, weswegen wir hier die Sendung auch machen. Frau Grassel, wie kommt es, dass Sie jetzt Mitglied im Paul Klinger Künstlersozialwerk sind? Ja, also da bin ich jetzt schon 3 Jahre, glaube ich, Mitglied. Und ja, also das ist wirklich sehr gut. Ich kann es sehr empfehlen, weil einfach eine sehr, sehr freundliche Unterstützung und Hilfe für Künstler, wenn man einfach sich mit der Professionalität als Künstler oder mit dem Beruf als Künstler auseinandersetzt. Also ich habe bisher nur mit der Frau Belting Kontakte gehabt und die ist da wirklich sehr, sehr offen und hat da mir sehr viel schon weitergeholfen. Ja. Das war natürlich ganz gut, weil man dazu ein bisschen in Sachen Beruf einfach einen Einblick hat. Das hat man jetzt eher weniger, sage ich jetzt mal, an der Kunstakademie. Ja, das Paul Klinger Künstlersozialwerk versteht sich ja auch als Hilfswerk. Also wir sind ein Verein, ne? Zurzeit ungefähr 1200 Mitglieder von Kunstschaffenden aus allen Branchen und allen Sparten, also von Schauspielern über Literaten, über natürlich auch die bildenden Künstler, wozu Sie dann jetzt gehören. Und wir kümmern uns eigentlich nicht um den Inhalt, ne? Also die Kunst müssen Sie selber machen. Aber wir kümmern uns um Künstler helfen. Also die meisten Menschen, die im Paul Klinger Künstlersozialwerk beschäftigt sind, sind meistens Ehrenamtliche. Ja, die haben auch einen künstlerischen Hintergrund. Also die meisten wissen über die Problematiken und haben manchmal auch schon Tipps und Tricks. Und wenn das nicht reicht, dann holen wir externe Experten dazu. Also zum Beispiel bei Steuerfragen oder bei Rechtsfragen. Da gibt es dann Leute, die wir dann da einschalten, wenn es da Probleme gibt. Aber da waren Sie bis jetzt nicht, gell, Frau Grassel? Noch nicht, genau. Also bei mir ging es hauptsächlich um die KSK, genau. Ja, aber das ist so ein entscheidender Stein, gell? Also wenn man den hat, dann fühlt man sich auch schon ein bisschen sicherer, gell? Wie sind Sie denn auf das Paul Klinger Künstlersozialwerk gekommen? Ich glaube, über eine Freundin. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, aber ich denke, eine Freundin hat mich da hingeführt, als ich dann eben über die KSK nachgedacht habe, ja. Das ist nämlich echt erstaunlich. Den Verein gibt es jetzt schon, also nächstes Jahr feiern wir unser 50. Jubiläum. Also 50 Jahre gibt es den Verein fast schon. Aber kaum einer kennt ihn. Und deswegen freue ich mich, dass wir nicht nur Ihnen jetzt mit der Radiosendung ein kleines Forum bieten für sich, also dass Sie sich vorstellen und Ihre Arbeiten, sondern natürlich auch für uns, dass einfach die Arbeit des Vereins ein bisschen in die Öffentlichkeit getragen wird. Wie gesagt, Kunst ist nicht nur die tollen Werke, die man dann hinterher bewundert, sondern da ist ganz schön viel
was man rechts und links auch an Organisation und an praktischen Dingen erledigen muss, bis dann das Werk an der Wand hängt und hoffentlich auch einen Käufer findet. Und da sind wir genau mittendrin und starten wir doch mal am Anfang. Mich interessiert immer natürlich, wie wird man, was man wird? Also wo kommt die Liebe zur Kunst bei Ihnen her? War die immer schon da oder gab es da so eine Initialzündung? Ja, also das war natürlich schon etwas, was sich mein ganzes Leben lang schon entwickelt hat. Allerdings bin ich nicht gleich an die Kunstakademie gegangen. Also das habe ich mich am Anfang noch nicht so getraut, sage ich jetzt mal. Dann habe ich erstmals Geschichte und Theaterwissenschaft studiert. Dann habe ich in Bonn ein Jahr an der Alanus Hochschule studiert. Und dann bin ich wieder zurück nach München. Und ja, letztendlich habe ich dann eben den Schritt gemacht, dass ich dann an der Akademie mich beworben habe und genau, bin dann da auch genommen worden und habe dann in München da angefangen, Kunst zu studieren, ja. Das heißt, Sie haben nebenher immer schon irgendwie künstlerisch gearbeitet, ja? So auch während der anderen Studiengänge. Genau, also mein Interesse war schon immer da, Kunst. Also auch natürlich in dem wissenschaftlichen Bereich hat mich auch sehr interessiert, wollte aber dann einfach doch praktisch arbeiten. Also ich habe dann auch, erst wollte ich Bühnenbild machen, also ich habe dann auch im Theater gearbeitet und habe mich aber dann doch entschieden für Malerei. Aber ich glaube, dass so dieses Interesse für Bühnenbild vielleicht auch so ein bisschen in meine Arbeit sich weitergeführt hat. Und genau, also ja, genau. Und dann habe ich mich in der Malerklasse beworben. Ja. Wie bewirbt man sich denn an der Akademie? Also geht man einfach hin und sagt, hallo, ich will Maler werden, was muss ich tun? Oder wie macht man das? Ja, also das ist nicht so einfach. Also an der Münchner Kunstakademie, das ist ja auch relativ unterschiedlich von den unterschiedlichen Kunstakademien in Deutschland. An der Münchner Kunstakademie ist es eben so, dass es so ein Professorensystem gibt. Also man wählt eine Klasse mit einem Professor aus und mit dem soll man dann das Studium durchlaufen. In meiner Zeit war es nicht so gern gesehen, dass man die Klasse wechselt. Also das heißt, man bleibt dann auch bei dem Professor. Und dann schaut man sich eben an, was da in der Klasse gemacht wird. Und dann geht man zu einem Gespräch erstmal vielleicht mit dem Professor, der sich dann die Arbeiten anschaut und was dazu sagt. Und wenn man dann merkt, okay, man kommt mit dem Professor irgendwie ganz gut aus oder der findet es gut, was man macht, dann genau, bewirbt man sich dann einfach. Und dann hat man aber auch nochmal quasi so eine Aufnahmeprüfung und muss dann, wie gesagt, erst genommen werden. Dann hat man nochmal eine praktische Aufnahmeprüfung. Und letztendlich nochmal vor der Jury so eine theoretische Prüfung, genau. Und dann wird man genommen. Und dann hat man nochmal ein Jahr, also so ein Probejahr. Und danach macht man dann sowas, das heißt die kleine Wand oder Probewand heißt es, genau. Und da hängt man dann so eine kleine Ausstellung und dann letztendlich ist man dann fest in der Kunstakademie. War das schwierig für Sie? Also haben Sie, also ich meine, ich denke nicht, dass es leicht war, aber vom Gefühl her haben Sie gedacht, ich bin so überzeugt, wenn nicht hier, dann halt woanders. Ja, also ich muss sagen, für mich war es nicht so einfach. Ich bin einfach jemand, der auch sehr interessiert ist an allem Möglichen und sich einfach gern viel anschaut. Für mich war das eher schwierig, da so in eine Richtung von Anfang an so total gelenkt zu werden. Also dadurch, dass es da eben einen Professor nur gibt, hat der auch sehr, sehr, sehr starken Einfluss und das ist eigentlich etwas, nicht so ganz mir entspricht. Also ich wollte eigentlich da recht schon frei sein und mir auch dann andere Sachen anschauen und es war teilweise gar nicht so einfach, weil zum Teil da die Professoren gar nicht so glücklich darüber waren, wenn man sich jetzt da umgeschaut hat und mal in einer anderen Klasse war. Aber ich habe mich dann da im Laufe der Zeit, also ich habe relativ lange studiert, muss ich sagen, habe ich mich da ganz gut irgendwie dann integriert und ich habe dann auch die Klasse gewechselt. Also ich bin dann von einem Professor zu einer anderen Professorin gegangen und habe mich dann da immer besser zurechtgefunden und dann habe ich auch noch Kunstpädagogik studiert, also habe dann auch noch sehr am Studium begonnen, das mir eigentlich auch sehr viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen, weil das auch wirklich so wissenschaftlich auch ein bisschen ist. Also da hat man dann auch noch philosophische Fächer und Kunstgeschichte und das hat mir recht Spaß gemacht, muss ich sagen. Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Mein Name ist Vivian Rathjen und bei mir heute zu Gast ist die Malerin Judith Krassel aus München. Das Schöne ist ja, dass es nach dem Studium weitergeht und Sie eigentlich jetzt
die große Freiheit haben, letztlich zu tun und zu lassen, was sie wollen, gell? Das Wichtigste oder eins der wichtigsten Sachen ist ja, seine Handschrift zu finden. Also ein Element dieses Stilwechsels, den ich da sehe, ist aufgeräumt. Ihre Werke werden immer aufgeräumter. Und wie gesagt, zu Beginn hat man noch, sind die einzelnen Elemente noch kleinteiliger und jetzt fokussieren sich jetzt mehr auf die entscheidenden Mitspieler sozusagen. Kann man sagen, dass sie insgesamt ein aufgeräumter Mensch sind? Also Werk und Mensch, spiegeln die sich? Ich würde sagen, aufgeräumt bin ich eigentlich überhaupt nicht. Also innerlich eher chaotisch. Ich glaube eher, dass ich in meinen Bildern meine Ordnung finde. Also ich würde es eher so sagen, die Leute denken auch wirklich oft, dass ich so ein super ordentliches Atelier habe und ganz sauber mal, und das ist überhaupt nicht der Fall. Also bei mir ist überall Farbe an der Wand und am Boden, und ich glaube, diese zweidimensionale Fläche hilft mir so ein bisschen, die Ordnung überhaupt zu finden. Ja, also ich würde nicht sagen, dass ich ein ordentlicher Mensch so in der Hinsicht bin, oder also so sieht es nicht in meiner Wohnung aus, wie in meinen Bildern, ja. Sie haben mir zwei Bilder mitgegeben. Sprechen wir doch mal über das stilllebigere von den beiden, also das Hochformat. Mhm. Wie heißt das denn? Das heißt Rooms 5. Also meine Arbeiten, die sind sehr seriell. Also ich arbeite so in Serien. Und der rote Faden eigentlich meiner Arbeit ist so das Prinzip der Collage. Also ich arbeite mit Modellen, mit Collage-Modellen aus einer Bildersammlung. Da habe ich ja einfach so eine Bildersammlung mit unterschiedlichsten Bildern aus Museen oder aus Katalogen oder eigene Fotos von Malereien oder Fotos, die ich gemacht habe. Und aus denen mache ich eben die dreidimensionalen Collagen, und die dienen mir dann sozusagen als Skizze für meine Bilder. Und daraus ergeben sich eben diese Rooms-Serie, die ist jetzt eben schon seit 2019, glaube ich, in denen dann einfach immer wieder sich wieder Elemente aus früheren Arbeiten widerspiegeln oder eben, wie gesagt, kunsthistorische Bezüge oder anderes Bildmaterial. Also man muss sich das wirklich wie Collagen vorstellen. Es sind zwar Gemälde, also Acrylgemälde, aber sie arbeiten flächig, also die Formen sind quasi hintereinander gestaffelt, ja, als ob man in einen fiktiven Raum reingeht. Es gibt Verschachtelungen, Ineinandersteckungen und diese ganzen Sachen. Also wirklich wie eine Collage, nur eben dann gemalt. Und also der Eindruck, der kam sofort, ich weiß nicht, ob ich da richtig bin, aber ich habe immer das Gefühl, dass das auch natürlich eine Bühne ist. Die Sachen sind arrangiert, die sind nicht zufällig da, sie haben keinen zufälligen Blick in irgendeinen Raum, den sie uns halt jetzt dann präsentieren, sondern es ist tatsächlich eine Szene, Protagonisten. Und da komme ich natürlich sofort bei bestimmten Künstlern an, also De Chirico zum Beispiel, italienische Künstler De Chirico, der diese merkwürdigen Bühnen gebaut hat mit Schatten, die von Objekten reinreichen, die aber gar nicht zu sehen sind. Und man sich dann fragt, was ist es denn wirklich, was diesen Schatten wirft? Und bei ihnen ist das auch so, also gerade bei dieser Rooms-Serie, dass die Objekte hinein und hinaus reichen. Und ich habe ein Foto gefunden, in dem sie diese vorher vier Werke, die es schon gab, wir haben ja jetzt das fünfte hier, was wir uns anschauen, die vier Werke nebeneinander gezeigt haben. Und mir dadurch erst klar wurde, dass sie ja tatsächlich, das ist ja ein Raum, letztlich ein unendlicher Raum, den sie wie so ein, naja, wie ein Panorama immer weiterziehen könnten, indem sie noch ein Stückchen dran setzen und noch ein Stückchen dran setzen. Und die haben immer so wie so Kettenglieder, Verlinkungen, wo dann zum Beispiel die Pflanze ihren einen Ast noch reicht und dadurch dann die Verbindung in den nächsten Raum herstellt. Und das finde ich so clever. Das ist schon jetzt geplant gewesen. Ja? Also das ist jetzt nichts, was ich mir jetzt hier aus den Fingern ziehe, sondern das ist auch so gewollt, ja? Auf jeden Fall. Also ich finde es ganz schön, dass Sie das sagen, weil es fällt auch vielen Leuten oftmals gar nicht so auf, dass das wirklich zusammenhängende Räume sind. Ja, also genau die Collage, die ich in meine Malereien verwende, sind auch tatsächlich dreidimensional. Also es sind wirklich kleine Räume, die ich mache. Und meine Malereien sind eigentlich so eine Art
ja, Gegenüberstellung, zeitliche Gegenüberstellung von unterschiedlichen Perspektiven, also meiner eigenen Perspektive, aber auch eben Perspektiven von anderen Malern, von ja eben kunsthistorische Perspektiven. Und durch dieses Weiterführen des Raums stelle ich das quasi immer wieder gegenüber und immer wieder in Frage. Also das ist für mich dann auch so eine, ja, eben so eine Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Perspektiven und wiederum auch mit meiner eigenen Sichtweise, genau. Sie hören Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger Künstlersozialwerks. Heute mit der Künstlerin Judith Grassel aus München. Erzählen Sie mir was über das große Gehege. Warum spielt das Werk Das große Gehege eine Rolle für Sie? Große Gehege, das war meine Diplomarbeit von 2016 und bei der ging es eigentlich um Caspar David Friedrich. Also das war eigentlich so der Beginn für mich, wo ich mich wirklich mit der Collage auseinandergesetzt habe, weil Caspar David Friedrich hat auch also seine Malereien aus unterschiedlichen Skizzen, die er sich in der Natur gemacht hat, aber dann in seinem Atelier letzten Endes zusammen kollagiert hat. Und in seinen Werken sind auch immer unterschiedliche Zeitebenen. Also es macht so einen ganzheitlichen Eindruck. Aber wenn man genauer hinschaut, dann sind zum Beispiel bestimmte Schatten, so wie der Schattenfeld, passt eigentlich nicht zur Wetterbedingung oder passt nicht zu dem, wo das Licht herkommt und so weiter. Also da wird dann klar, dass er eben viel mit der Collage gearbeitet hat und viel mit unterschiedlich zeitlich versetzten Ebenen in der Landschaft. Und das fand ich halt damals sehr spannend und da habe ich ihn dann quasi als Anlass genommen für diese Serie, Das große Gehege. Genau. Das ist eine total gute Frage, nämlich wie kann man Zeit im Gemälde darstellen? Das Gemälde ist ja letztlich zeitlos oder gefrorene Zeit, wenn man so will. Es kann sich eigentlich nicht verändern. Man hat ja dann gesagt, eigentlich der Film wären dann die bewegten Bilder und dadurch wäre die Zeit wieder reingekommen. Aber natürlich, wenn Sie die Zeit sichtbar machen durch Licht und Schatten, dann sind Verweise auf Zeitebenen auf einmal da. Die muss man dann natürlich nur entschlüsseln. Spielen Träume eine Rolle? Nein. Das sind ja schon so ein bisschen, also in den Träumen ist ja die Logik aufgelöst, ne? Also auch die physikalischen Regeln können gebrochen werden. Und das tun ja Ihre Bilder letztlich auch. Amorphe Objekte tauchen auf. Ja? Also es ist keine Realität, die Sie darstellen. Und deswegen frage ich nach Traumlandschaften. Also ich würde eher sagen, wirklich so Bühnen, weil es ist wirklich einfach inszeniert. Also es sind inszenierte Räume. Also meine Arbeit mutet auf jeden Fall surrealistisch an, das ist mir klar. Eben auch deshalb, weil sie eben so konstruiert ist oder weil die Räume so konstruiert sind. Traum ist eigentlich dann schon eher wieder so eine Geschichte. Ja, und ich würde sagen, also Geschichten spielen eben nicht so eine große Rolle. Also es ist wirklich eher dieses Bühnenhafte und das Inszenieren und dieses Gegenüberstellen unterschiedlicher visueller Perspektiven, ja. Okay. Ja. Das heißt, Sie wollen, dass man immer wieder verunsichert wird, wenn man das Bild anschaut, ja? Weil man quasi, wenn man von den einzelnen Elementen weitergleitet, dass man dann immer so ein bisschen so das Gefühl hat, warte mal, was stimmt denn da eigentlich nicht? Weil offensichtlich ist es nicht. Offensichtlich passen alle Sachen zusammen. Sie bilden ein ganzes, schönes, harmonisches Ganzes. Aber da ist immer so dieses Ding, was einen stört. Und wie gesagt, auf das kommt man erst, wenn man sich damit beschäftigt. Ja? Wenn man sagt, warum kann da, wie sind da zwei Schatten? Ne? Geht ja eigentlich nur einer. Wo ist denn eigentlich die Lichtquelle und solche Sachen? Ja. Ja, also mich interessiert so dieser Wandel, dieser zeitliche Wandel auch, wie ein Bild oder jetzt zum Beispiel eine Erinnerung oder sowas, also Erinnerungen sind ja auch so innere Bilder, wie sich das über den Laufe der Zeit verändert. Also was bleibt, was geht weg, was löst sich auf und wie verändert sich der Kontext? Also auch zum Beispiel zu bestimmten Themen, wie war eine Perspektive aus der Renaissance im Vergleich zu jetzt und was ist gleich und geblieben. Oder eben auch, das mache ich dann auch wiederum mit meiner eigenen Perspektive. Das ist wie so ein, ja, einfach so ein ständiges Reflektieren eigentlich von unterschiedlichen Betrachtungsweisen und auch von meiner eigenen Betrachtungsweise, ja.
Ich würde unheimlich gerne wissen, wie die Oberfläche Ihrer Werke sind. Ist sie sehr glatt, die Oberfläche, oder gibt es auch Texturen? Also ich arbeite auf der Leinwand im Grunde auch collagierend teilweise. Deswegen bleiben oft auch Spuren von Stellen, die ich dann doch wieder übermalt habe, also ähnlich wie beim tatsächlichen Prozess der Collage, auch noch stehen. Und das finde ich auch teilweise gut so. Also ich möchte die auch teilweise stehen lassen, weil die dann auch nochmal so einen zeitlichen Eindruck machen. Ansonsten sind es wirklich sehr, sehr viele Übermalungen, also sehr dünne Flächen, die aber aus mehreren Schichten bestehen. Ah, okay. Das heißt, wie ist Ihre Technik, wenn man das jetzt mal fragen darf? Also lasieren natürlich auf jeden Fall, aber gibt es da noch irgendwie andere Elemente? Ich arbeite ja mit diesen Modellen. Das ist bei mir eher so ein Prozess, wirklich so ein prozesshaftes Arbeiten. Das beginnt mit der Bildersammlung und dann mit den Modellen und dann auf die zweidimensionale Leinwand. Und auf der zweidimensionalen Leinwand ist es auch wieder so ein Überlagern von Schichten im Grunde. Da bietet sich für mich halt das Acryl, also oft, manchmal sind auch die letzten Flächen dann mit Öl, aber das Acryl bietet sich da eben ganz gut an für mich, weil das dann tatsächlich wirklich wie so ein Collage-Prinzip da immer wieder drüber gehen kann, sehr schnell, also muss es dann nicht bis zum nächsten Tag trocknen lassen. Und mich interessiert eigentlich wirklich dieses unterschiedliche Schichten übereinanderlegen mehr als jetzt an einem Moment da zu arbeiten. Von dem her eignet sich für mich da das Acryl ganz gut. Wobei natürlich dann bei einzelnen Objekten oder so ist dann da natürlich auch ein starker Fokus da drauf. Es ist aber so, dass ich das oft mit großen Pinseln mache und eben aus der Fläche heraus da immer wieder übermal und so weiter. Genau. Es gibt verschiedene Bilder, in denen so Haarstrukturen sind. Und ich gestehe, das waren die ersten, die ich gesehen habe und habe mir gedacht, aha, jemand, der Haare malt. Na gut. Aber das ist natürlich, ja, das ist sowas, es hat einen Rhythmus, aber es hat auch was Organisches. Ja? Also es ist gleichzeitig künstlich und lebendig. Haben Sie einen Bezug zu Haaren? Spielen Haare eine Rolle in irgendeiner Weise? Die Haare in meinen Arbeiten eine Rolle gespielt haben, das hat sich auch entwickelt. Also wie gesagt, teilweise benutze ich dann einfach wieder eigene Fragmente meiner eigenen Malereien in dann neueren Gemälden wieder. Und ganz ursprünglich war das erste Mal, dass ich die Haare benutzt habe, war aus einer Serie, in der es auch eben um Erinnerungen ging und auch um das Thema Tod. Und die waren im Grunde inspiriert von Andachtsbildern, in denen echte Haare hineingeflochten sind. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das hatte ich entdeckt. Wiener Museum, da waren einfach diese Haare eingeflochten in ein Bild, wie so eine Trauerweide. Und das hat man, bevor die Fotografie aufkam, hat man das sich zur Erinnerung an den verstorbenen Verwandten, hat man sich das in die Wohnung gehängt. Und also das war eben eins der Bildfragmente, das ich hatte und das ich gern verwenden wollte. Und dadurch hat sich dieses Haarfragment in erster Linie ergeben. Und im Wandel meiner Serien hat das dann aber auch einen anderen Kontext bekommen. Also damit spiele ich eigentlich ganz gerne mit diesen unterschiedlichen Kontexten im Laufe der Zeit. Aber ganz ursprünglich war das der erste Kontext, warum ich mit den Haaren angefangen habe zu arbeiten. Ja. Aber das ist irgendwie schon typisch, dass Sie das in Wien aufgegriffen haben. Ne? Wien hat ja diese etwas morbide Richtung, sage ich jetzt mal so. Und beim Haar hast du es ja mit was Totem, aber auch gleichzeitig mit was Lebendigem zu tun. So lange am Kopf ist, ist eigentlich noch lebendig. Und hinterher verweist es auf etwas, was lebendig war. So mit dieser Kombination. Ja, witzig. Ja, schön, schön, sehr schön. Willkommen zurück. Das ist die Sendung Künstlerfragen des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Mein Name ist Vivian Rathjen und ich spreche heute mit meinem Gast, der Malerin Judith Grassel aus München. Sie sind fertig mit Ihrer Kunstausbildung. Die tolle Sache ist ja, jetzt können Sie anfangen, von der Kunst zu leben. Funktioniert das? Wie ist das jetzt, dieser nächste große Etappenschritt, von der Kunst leben zu müssen?
Ja, also das ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Ich würde jetzt mal sagen, so ganz brotlos ist es nicht. Also viele, also weiß nicht, Eltern und so weiter schrecken dann sofort zurück und sagen so, das geht gar nie und da kannst du nie davon leben und so ist es nicht. Also das ist schon möglich, aber wie Sie ja gesagt haben, es erfordert sehr, sehr viel Disziplin und es dauert auch vor allen Dingen. Also es ist, bei manchen funktioniert es natürlich sehr, sehr schnell. Also manche, die sind an der Kunstakademie und dann machen sie einen Abschluss und dann läuft es sofort. Aber es kann natürlich auch wirklich einfach viel Zeit einfordern. Und ja, also es ist schon auch wirklich mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden, würde ich jetzt schon sagen. Also es ist wirklich so ein bisschen, als hätte man so ein eigenes Unternehmen einfach. Also man muss halt schauen, wie komme ich zu den richtigen Leuten auch? Also wo wird das, was ich aussagen will oder was ich mit meiner Arbeit möchte, wo kommt es an? Und dann kommt es natürlich darauf an, dass man da mit der richtigen Galerie zusammenarbeitet und mit den richtigen Leuten. Und das muss ich natürlich alles erstmal finden. Weil, also es kann natürlich auch sein, dass man gleich am Anfang super schnell verkauft und so. Allerdings, mir persönlich ist es schon auch wichtig, dass ich da das richtige Netzwerk finde, also die richtige Galerie, mit der ich zusammenarbeiten kann, die so meine Arbeit versteht, wo einfach ein guter Austausch da ist. Und von dem her ist mir das wichtiger, als jetzt wirklich sofort schnell irgendwie verkaufen. Ja. Und da bin ich jetzt auch gerade wirklich so im Prozess. Also da passiert auch dann zwischendrin auch wieder so Sachen, die nicht so toll sind. Also weil man es eben auch noch nicht so weiß. Und dann arbeitet man vielleicht auch mal mit einer Galerie zusammen und das hat sich jetzt nicht so gut ergeben oder sowas. Ja. Und ja, genau, also das ist wirklich schon, das dauert einfach ein bisschen. Ja. Aber Sie sind schon mit Galerien verbunden, ja? Ja, schon, ja. Von Anfang an? Von Anfang an noch nicht, nee. Also, nee, also ich habe eine Galerie in Luzern, also das ist mittlerweile auch wirklich ein Freund von mir geworden. Kalli Galerie heißt die und der ist auch ein junger Galerist, der quasi auch seine Galerie auch jetzt vor, oh, ich weiß jetzt gar nicht, vor 5 Jahren, genau, 5-Jähriges hat er jetzt, glaube ich, gehabt, angefangen hat. Und der hat mich über Instagram angeschrieben, das war 2020 oder 2021. Und da habe ich dann da eine Einzelausstellung gehabt und bei dem habe ich jetzt eben aktuell wieder eine Einzelausstellung und mit dem arbeite ich zum Beispiel gerade zusammen. Also wie ist das, mit einer Galerie zusammenzuarbeiten? Also wenn es gut läuft, ne, ist es ein perfektes Team, aber ist das nicht auch ein Druck, den man dadurch bekommt? Also einfach auch, um jetzt machen wir dann irgendwie dieses und jenes oder ich brauche was für diese und jene Messe. Also wie ist da der eigene Arbeitsrhythmus? Wird der gestört durch eine Galerie oder wird der gefördert durch die Galerie? Ja, also im besten Fall ist es natürlich ein guter Austausch oder im besten Fall hält es sich dann einfach die Waage. Also das heißt, dass quasi der Künstler den Galeristen unterstützt und damit auch dann, also ja, also in erster Linie der Galerist den Künstler, aber dann auch damit der Künstler den Galerist, also wenn da ein gegenseitiges Verständnis einfach da ist, deswegen sage ich, ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass da ein guter, oder mir ist es sehr, sehr wichtig, dass da ein guter Austausch stattfindet und man sich gut versteht. Es gibt natürlich auch andere Erlebnisse, ja, also natürlich kann es auch sein, dass man da dann mal irgendwie eine Anfrage bekommt, ob man jetzt irgendwo ausstellen will oder so. Und dann muss man da in relativ kurzer Zeit einfach was schaffen. Also damit muss man auch rechnen. Am Anfang ist es natürlich erstmal schon so, dass sie dann sagen, okay, wir haben da jetzt die Ausstellung im Juni und da muss jetzt die Arbeiten fertig haben. Und dann steht man natürlich schon unter Druck. Also klar, also Druck hat man andauert. Unter Druck steht man natürlich schon insofern. Wenn man jetzt als Künstler wirklich arbeiten will und damit auch Geld verdienen will und im besten Fall dann auch keinen Nebenjob mehr machen will, dann muss man sich auf den Druck natürlich einlassen. Wie ist Ihre Arbeitsweise? Sind Sie ein Vielmaler oder ist das ein langer Prozess? Ja, also ich muss sagen, bei mir ist es schon ein etwas längerer Prozess. Also ich brauche teilweise schon sehr
lange für meine Arbeiten, weil ich auch sehr raumbezogen arbeite. Also ich habe häufig sehr große Arbeiten, was auch wieder teilweise ein bisschen schwierig ist. Es kam wirklich sehr, sehr oft, dass einfach da genaue Vorgaben sind und so. Ich hätte gern dieses Bild, diese Farbe und so. Und also das fällt mir sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Also das mache ich natürlich nicht so gern. Das mache ich auch eigentlich nicht letzten Endes, ja. Weil eine Arbeit, die ich schon mal gemacht habe und dann sagt jemand, ich will jetzt genau das Gleiche, das geht einfach nicht. Also das kann man dann einfach so nicht machen. Genau, und dadurch, dass ich halt sehr viel mit so großen Formaten arbeite, weil eben der Raum auch, wie gesagt, eine große Rolle spielt und mit Triptychen und wie das dann im Raum aussieht und im Ausstellungsraum, ist es auch nicht so einfach, weil es ist wirklich so ein Zwiespalt ein bisschen zwischen dem reinen Verkauf von Malerei und eigentlich schon was in Richtung Konzept und Installation. Und das ist manchmal dann natürlich nicht so leicht, weil es gibt ja, wenn man sich jetzt bewirbt für Förderung oder so etwas, dann wird da natürlich oft so installative Sachen eher genommen, weil die natürlich nicht so einfach Geld verdienen, sage ich jetzt mal, wie bei Malerei. Genau, wiederum in manchen Galerien, die suchen dann eher nach Mittelformaten und es ist dann teilweise auch nicht so einfach. Ja, aber also ich arbeite in allen Richtungen, mache natürlich auch kleinere Formate. Momentan sehr gerne so große bühnenhafte Formate, ja. Also das ist halt aktuell, was mir einfach sehr Spaß macht. Ich verstehe da natürlich auch immer wieder die Seite der Galerie, weil die Galerie muss ja auch Geld verdienen und wenn sie natürlich was zu Großes einfach haben und das kann man sich dann nicht kaufen, das ist natürlich auch schwierig. Also klar, das ist, ja, das sind einfach so Sachen, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Wie kann man da sich selber treu bleiben und ja, trotzdem einfach als Künstler weiter tätig sein, ja. Sie hören Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Heute mit der Künstlerin Judith Grassel aus München. Sprechen wir mal über aktuelle Sachen. Wir haben schon die Ausstellung Schöne Mutanten, haben wir schon angesprochen. Was gibt es für Projekte? Wo kann man denn jetzt reale Werke von Ihnen sehen, wenn man sie sehen möchte? Wo muss man da hingehen? Ja, also reale Werke definitiv gerade noch in Luzern, allerdings nur noch bis morgen. Das wird wahrscheinlich dann ja gar nicht mehr, ja, genau. Ansonsten leider, was heißt leider, also gerade nur online habe ich eine Ausstellung, die aber auch wirklich sehr schöner Kontext ist bei Unit London. Also das ist auch etwas, was online passiert ist. Allerdings war das so, dass da eine Kuratorin auf mich zugekommen ist, die eine Online-Ausstellung eben machen wollte. Da sind 5 unterschiedliche Künstler dabei und da hat eine Kunsthistorikerin einen sehr schönen Essay dazu geschrieben. Die Ausstellung orientiert sich an Edward Vouillon. Ich weiß nicht, ob ich das nicht falsch ausspreche, den Namen. Ich hoffe nicht. Und da geht es eben auch um den Raum. Und in dem Zusammenhang geht es um so außer- und innerpsychische Begebenheiten und wie der Raum in der Kunstgeschichte verwendet wurde. Und das ist eben auch eine ganz spannende Ausstellung gewesen, wo wir auch dann über Zoom telefoniert haben mit den Künstlern, was ich ganz schön fand. Und genau, das kann man sich angucken. Da sind eben noch weitere Künstler dabei. Und da habe ich allerdings eben nur online präsentiert noch 2 Werke. Und real, kommt irgendwann eine reale Ausstellung wieder? Steht die irgendwann an? Ah ja, also ich bin hier in München in so einem Atelierhaus und dort ist immer einmal im Jahr so Ateliertage, wo man kommen kann. Das ist am 25. Juni. Das sind die Domag-Ateliers in München und da habe ich mein Atelier auch offen. Das ist insgesamt ganz interessant, da gibt es auch immer Konzerte und alle Künstler, die hier sind, das ist ein sehr großes Atelierhaus, die stellen, haben da ihre Ateliers offen und stellen da aus. Genau, das ist jetzt so das Nächste noch. Das ist ein sehr tolles Gelände mit sehr inspirierenden Nachbarn, die man hat. Auf jeden Fall, ja, das ist natürlich auch sehr wichtig als Künstler, dass man da so den Austausch und das Netzwerk hat. Also das ist wirklich eine Sache, die auch sehr, sehr wichtig war nach dem Studium, dass man da gleich wieder Anschluss an so ein Netzwerk hat, ja. Nice. Bitte, sagen Sie mir noch mal, also wir haben schon gesagt, wer Sie real sehen will, muss zu den offenen Ateliertagen in die Domag-Ateliers kommen.
Aber wo findet man sie denn noch? Also wenn man jetzt auf der Suche ist, wo kann man sie noch finden? Ja, also man findet mich in meiner Homepage www.judithgrassel.com oder auch auf Instagram, das ist judith.grassel, oder eben über meine Galerie in Luzern, www.kalligalerie. Das weiß ich gar nicht, für Schweiz. Oder .com ist es, glaube ich, auch. Oder man gibt einfach bei Google Kalli Galerie Luzern ein, dann findet man da auch etwas. Also, es gibt keinen Grund, warum man sich keine Bilder von Ihnen anschauen könnte, gell? Wir sind am Ende der Sendung angekommen. Ich sage total Dankeschön. Es hat mich total gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir ein bisschen über Ihren Werdegang und über Ihre Kunst zu plaudern. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, habe mich auch sehr gefreut. Und vielen Dank auch nochmal an das Paul Klinger Sozialnetzwerk und an Frau Welting für das Vorschlagen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen zum Ende unserer Sendung Künstlerfragen des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Mein heutiger Gesprächspartner war die Malerin Judith Grassel aus München. Wenn Sie sich für die Arbeit des Paul Klinger Künstlersozialwerks interessieren, besuchen Sie uns doch auf unserer Webseite www.paul-klinger-ksw.de. Hier finden Sie auch den Link zu unserem YouTube-Kanal, auf dem Sie alle Radiobeiträge nachhören können. Mein Name ist Vivian Rathjen. Ich danke fürs Zuhören.